Im Jahr 2013 stellt das Bistum Aachen den Tisch und das gemeinsame Mahl ins Zentrum der ganzjährigen Aktion Zu Tisch mit Gott und der Welt. Im Rahmen der Bistumsaktion machte am Gründonnerstag eine Straßentheatergruppe unter Regie von Ingrid Wiederhold Passanten neugierig auf die Botschaft Jesu. 13 Schauspieler bauten an verschiedenen Stationen in Aachen einen langen Tisch auf und gruppierten sich um ihn zu einer Tischgemeinschaft. Ganz plötzlich erstarrte die Bewegung in der Gruppe. Die Vermutung interessierter Passanten bestätigte sich. Die Szene zeigte nun deutlich Übereinstimmungen zu Leonardo da Vincis berühmten Abendmahlgemälde. Ich finde es auch sehr mutig und schön, dass Menschen das machen, dass sie das nachstellen hier. Das gefällt mir. Bei der Bistumsaktion Zu Tisch mit Gott und der Welt geht es ja in diesem Jahr die ganze Zeit um den Tisch. Es geht dabei um Gemeinschaft, um Gastfreundschaft, um Solidarität. Jeder kennt ja das Bild von Leonardo da Vinci, das Abendmahl. Das wird ja in den Medien ganz häufig gebraucht, ist auf T-Shirts gedruckt, ist fast schon inflationär in der Verwendung, ist eine Bildikone. Und dieses Bild, das machen wir uns ein wenig zunutze, indem wir mit dem Straßentheater herausgehen in die Stadt, in die Öffentlichkeit, um das nachzuspielen, um dann neugierig zu machen, was eigentlich auf diesem Bild dargestellt wird. Und die Passanten und alle sind eingeladen, mal genauer hinzuschauen und zu überlegen, was ist eigentlich an diesem Abend passiert. Was verbindet mich mit der Botschaft Jesu? Und ich fand, es hat sehr zum Nachdenken angeregt über den heutigen Tag. Dass jeder, der hier rumläuft, oder jeder insgesamt Judas sein könnte, ja, dass man da jetzt nicht von oben runter blicken muss und sagen der, sondern dass man wirklich begreifen muss, dass jeder von uns auch Judas sein könnte. Der Kontakt untereinander und zu den Zuschauern blieb auch auf dem Weg durch die Stadt unmittelbar spürbar. Insgesamt 7-mal wurde die Abendmahlszene an belebten Plätzen in Aachen nachgestellt. Also einerseits so die Freude mitzuempfinden, mit Freunden am Tisch zu sitzen und zu feiern. Und dann kommt aber so dieses leicht Bittere hinein, weil ich ja dann als Jesus schon ahne, weiß, da kommt jetzt was ganz Schlimmes. Judas hat Jesus verraten. Aber ich glaube, es war ihm vorbestimmt, ihn zu verraten. Was wäre aus der Christenheit geworden, wenn Judas Jesus nicht verraten hätte, wenn Jesus nicht infolge des Verrats hingerichtet wurde? Und es ist einfach eine besondere Erfahrung und sehr schön, mal rauszugehen in unsere moderne Zeit und auf die Reaktionen der Menschen zu spüren, wenn man diese Szene nachstellt. Das war ein besonderes Erlebnis. Aktuelle Infos zur Bistumsaktion erhalten Sie unter www.zutisch2013.de.